Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK hier auf Dannebär TV. So, wie ihr sehen könnt, hat sich hier schon ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich aus Versehen, was heißt aus Versehen? Vorhin hier bin ich an dem Affen rangekommen, im Vorbeilaufen und dann durfte ich E drücken, habe es gemacht und habe ihn direkt getamed. Also das war jetzt überhaupt kein Akt. Also den tamet man ganz normal passiv mit ein paar Beeren. Ist also überhaupt kein Problem. Und dann habe ich diesen Item-Collector hier von S Plus aufgestellt. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Treibstoff dafür besorgt. Ich werde euch an dieser Stelle einmal einblenden, wo ich den Sulfur bzw. den Schwefel herbekommen habe. Und zwar gibt es den in unserer beliebten Zwischenbereichsecke hier, wo die Erze sich immer spawnen. Da gibt es dann ein Biom. Seht ihr gleich, wie es aussieht. Also bis gleich. So, ja, das geklärt. Packen wir jetzt noch schnell was zu essen ein. Ich habe hier in der Base an und für sich jetzt nichts weiter gemacht. Achso, doch, den Kibbel hier habe ich noch weiter ausgebaut. Da beschäftigen wir uns auch später mit. Ich habe nämlich da jetzt mich ein bisschen reingelesen in die Thematik und ich habe mir überlegt, wir werden jetzt als nächstes tame-technisch einen Quetzal, einen Rex und einen Bronto in Angriff nehmen, weil die geben nämlich nachher die Eier, um dieses richtig gute Kibbel herzustellen, was ich aktuell natürlich noch gar nicht habe. Ja, das soll sich aber auf jeden Fall ändern. Dann geben die Miefs ja auch zufälligerweise verschiedene Eiergrößen, lustigerweise. Das wusste ich vorher auch nicht. Das ist mir aufgefallen, als ich hier das restliche Kibbel hergestellt habe. Und da ist es tatsächlich so, Sekunde mal eben. Ich mache mir hier mal, keine Ahnung, 10 Stück weg. Der Rest kommt wieder rüber. Genau, und dadurch habe ich jetzt halt auch diese verschiedenen Kibbles herbekommen. Und was ich gemacht habe, ich habe den Metallspot leer geräumt. Beziehungsweise habe den Ankylo hier hingeholt. Der steht jetzt da und die Miefs alle hier vorne geparkt und mit Sattel ausgestattet. In der Hoffnung, dass sie mir ein paar Eier legen. So, bevor es losgeht, da jetzt auch noch mal kurz die Info zur Vorbereitung für die beiden Bauprojekte. Habe ich hier schon mal ein bisschen Eisen in Gang gesetzt. Oh, ist schon komplett durchgelaufen. 3,2K. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz, ob das reicht. Gucken wir mal. Also als erstes wollte ich ja einmal dieses gute Stück hier basteln. Da fehlt jetzt noch Polymer und Zundpulver. Und ich wollte dieses gute Stück hier bauen. Da fehlt jetzt noch Kristall, Polymer, Zement und Öl. Das heißt also, Polymer werden wir uns auf jeden Fall gleich holen. Und zwar möchte ich mit euch zum Kaktus-Spot jetzt nochmal rüber huschen und dort hier so einen Teleporter aufstellen. Und da sich der Kaktus-Spot hier vorne befindet, also im linken Bereich relativ mittig, werden wir dort ja dann auch einen neuen Teleporter aufstellen. Und zwar haben wir einmal diese beiden hier. Ich will mit euch einmal noch ganz schnell zur Mitte rüber. Einfach nur, um zu gucken. Aber ich glaube, das Gebiet hat sich schon geändert, weil das ist doch schon ein bisschen her. Aber ich gucke jetzt noch mal einmal schnell. Ja, jetzt ist wieder ein neues Gebiet da. Gibt es hier irgendeins, wo ich gerade mal schnell drauf geboostet bekomme? Ups. Ja, da vorne. Aber ich glaube, hier gibt es jetzt nur Kristall. Also ich könnte jetzt hier hingehen und viel Kristall besorgen. Aber für den Moment sehe ich da jetzt keine Notwendigkeit. Kristall kriegen wir genug, wenn wir es brauchen. Was mir aber an dieser Stelle jetzt noch einfällt, was ich auch per Zufall jetzt rausgefunden habe, diese lustigen Astrodelfine. Die kann man tamen. Und zwar benötigt man dafür. Irgendwo hier hatte ich es. Dann habe ich es doch hier drüben. Mal gerade mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Da ist es. Dieses Zeug hier brauchen wir. Und zwar mit dem Element können wir Astrodelfine tamen. Das werde ich auch auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Aber das werden wir bei unserem nächsten Ausflug in den Mittelbereich machen. Gut, so, dann lasst uns jetzt mal zusammen los. Wir gehen hier mal zu einem Teleporter hin. Den Eisenspot, das fällt mir auch gerade noch so ein. Sorry, gerade ein bisschen durcheinander. Es ist sehr, sehr viel passiert auf Screen. Ich habe den Metallspot aufgegeben, wo ich ja ursprünglich den Porter stehen hatte. Das ist dieser hier sogar. Einfach aus dem Grund, dass, ja, da ist nichts respawned. So, dann heben wir den mal schnell
für uns rein. Und jetzt boosten wir hier vorne zur Mitte rüber. Ich glaube, den Loot Drop da vorne nehme ich mal mit. Gucken uns hier die Gegend noch mal ein bisschen an. Und dann werden wir jetzt gemeinsam zum Kaktus-Spot rüberfliegen. Hatte jetzt überlegt, ob ich das offscreen mache und euch dann wieder dazu hole, wenn ich da bin. Aber wir haben ja jetzt schon eine längere Zeit keine richtigen Ausflüge mehr gemacht. Und ich finde, alleine für diese Anblicke hier lohnt es sich manchmal auch mal ein paar Minuten einfach durch die Gegend zu fliegen. Weil ich finde es einfach richtig, richtig cool gezeichnet. So, holen wir uns schnell mal den Airdrop hier. Und von hier aus ist es ja dann nicht mehr weit ins andere Gebiet. Und dann kriegen wir auch das gelöst. So, zack. Mal sehen, was es gibt. Ja, Blueprints. Oh, eine Kryokammer sogar. Das kann ich alles zerlegen. Ich packe es jetzt erstmal ein. Ich weiß gar nicht, man konnte, aber ich weiß nicht, wo man das machen kann. Element to convert. Ach so, Cross Travel Element. Nee, das ist nochmal was anderes, glaube ich. Ich gebe mal hier Element ein. Mal gucken, was er uns ausspuckt. Instabiles Element. Da ist es doch. Und ein stabiler Element im Laufe der Zeit wird er zu einem Element. Also 1000 Elementstaub. Ich weiß, dass wir Elementstaub auch schon gut viel haben. Also werden wir damit vielleicht auch noch ein bisschen was machen können. Und wenn nicht, gibt es in dem Zwischenbiom nachher auch eine Situation bzw. eine Ebene, wo man auch diesen Elementstaub in Massen abfarmen kann. Also das sollte überhaupt kein Problem sein. Und so ein Astrodelphi habe ich mir auch auf die Agenda geschrieben. Ja, weißt du, was wir machen? Wir kommen ja jetzt eh nochmal zu Hause vorbei. Ich hole mir jetzt das Element gleich nochmal aus der Kiste. Und dann werden wir zur Mitte hin porten nochmal. Wir müssen ja eh auf die andere Seite rüber. Oder? Nee, machen wir nicht. Wir machen das anders. Ich werde jetzt hier den Porter benutzen und damit zum Staudamm rüber porten. Und von da aus dann zum Kaktus-Spot rübergehen. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich den auf Anhieb wiederfinde. Ich habe ihn mit einem Lagerfeuer markiert. Schauen wir mal, inwieweit das hilft. Aber ein Versuch ist es wert. Sekunde, ich trinke noch mal einen Schluck. Da oben. Ei, der Daus. Also manchmal frage ich mich echt, wie ich das immer hinkriege. So, jetzt. Zack. So, einen Teleporter habe ich dabei. Dann geht es jetzt zum Staudamm. Und den Teleporter werde ich dann bei den Kaktusstellen abstellen. So, jetzt sind wir am Staudamm. Wir machen Halt für Mantis, wenn wir welche sehen. Da packe ich hier unseren Wolfi aus. Dann knüppeln wir da ein paar von weg. Einfach aus dem Grund, weil die uns richtig schön viel Element geben. So, dann lasst uns mal gerade gucken, während wir hochfliegen. Unser Ziel müsste so ziemlich genau in dieser Richtung liegen. Und zwar bei dem mittleren lila Sena in der unteren Reihe. So, also vom Staudamm aus. Wir düsen mal rüber. Hier oben sieht man eh nicht so viel. So, lasst mich kurz gucken. Genau, dann müssten das diese runden Berge sein, die da in der Mitte ständig überall sind. Da irgendwo auf einem dieser Berge ist jetzt mein Lagerfeuer drauf. Aber fragt mich nicht, auf welchem. Ich habe mir so ein paar Orientierungspunkte gemacht. Schauen wir mal, inwieweit die helfen. Ein bisschen weiter runter, das war hier auch in die. Ist es das etwa? Das wäre ja zu lustig, wenn ich das jetzt hier auf Anhieb gefunden hätte. Nee, ist kein Lagerfeuer. Ist nur Steinchen. Und hier gibt es die auch nicht. Okay. Gut, also es sind ganz spezielle Blumen. Damit ihr schon mal so grob wisst, was wir hier suchen. Hier ist auch nichts zu sehen. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig an den Spot, wo ich letztes Mal war. Wenn ich jetzt noch einen anderen Spot mit euch finde, dann nehme ich den halt. Habe ich keinen Stress mit. Aber die gute Nachricht war, oder die gute Sache war, der andere Spot, den ich da gefunden habe, war auf einer Erhöhung. Auf einer Erhöhung. Das heißt, das Schlimmste, womit man es damals zu tun hatte, waren Insekten. Entweder ist es
Es könnte einer von denen hier sein. Gucken wir mal kurz hier rüber. Bombs erstmal schön vor der Wand geknallt. Das ist er nicht. Gucken wir mal darüber. Da ist auch nichts. Ich sehe jetzt auch gerade die Blumen nicht. Also ich bin, deswegen hatte ich das auch offscreen gemacht. Eigentlich wollte ich das mit euch zusammen machen, aber ich bin da echt schon ganz schön lange für rumgesaust, bis ich die Pflanzen dann auch wirklich mal ausfindig gemacht habe. Weil die scheinen nicht so oft vorhanden zu sein. Aber warum bin ich denn eigentlich so schnell? Machen wir mal ein bisschen langsamer hier. So, hier gibt es Kristall. Brauchen wir ja ein bisschen was von, also haue ich da mal drauf. Steine haue ich natürlich gleich weg. Na los, einer geht noch. Nehmen wir den hier. So, dann hauen wir euch weg. Boing. Ach, das ärgert mich ja jetzt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das besser wiederfinde. Jetzt kommt der Wauwau noch. So, wir machen das so. Ich suche jetzt mal weiter. Lasst den Hund vorbeiziehen und hole euch wieder dazu. Entweder wenn ich es gefunden habe oder wenn der Hund vorbeigezogen ist. Also bis gleich. Okay, dann vergessen wir jetzt mal ganz kurz den Kaktus und holen uns mal schnell den Mantis. Ich hoffe, ich habe noch den richtigen. Nein, habe ich nicht. Egal, der wird es trotzdem. Oh nein, der ist völlig überladen. Okay, Ruhe bewahren. Schnell gucken. Das ist der richtige auf jeden Fall. Wenn ich den jetzt verliere, ist kein Weltuntergang. Aber nicht schön. Neutral. Das läuft. So. Das passiert nämlich, wenn der richtige Wolf am Start ist, Leute. Das passiert dann. Vorne ist der nächste Mantis. Der ist aber gerade beschäftigt. Vielleicht kriege ich es noch schnell hin, hier ein- und auszupacken. Sieht gut aus. So. Was machst du Schönes? Gewichtstechnisch kommst du klar. Oh, guckt euch das an. Das ist so eine Megamasse am Polymer. Finde ich gut. Kriegst du vorsichtshalber noch einen auf Gewicht. Und dann geben wir uns den nächsten Mantis noch krallen. Nicht, dass der nachher noch verliert hier. Oh. Halt, stopp. Frühstück. Ei, der da aus, Leute. Pulis. Ach, da oben. Alles klar. Das ist richtig krass. Okay, wir bleiben jetzt mal für einen Moment auf dem Wolf sitzen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen langsamer hier rumstiefeln, vielleicht finden wir ja dann eher was versuchen. Oh, Bull. Welches Level hast denn du? 72. Dass ich draufgestiegen bin, weiß ich nicht, ob das unbedingt vom Vorteil war. Schauen wir mal. Ich liebe dieses Viech. Also wenn man sich das mal anguckt, wie gut das eigentlich kämpfen kann, ne? Ich meine, das dürfte jetzt gegen meinen Wolf auch nichts ausrichten können. Aber guckt euch mal an, was ich da oben an negativen Buff-Stacks habe. Abnormal. Leute, Leute, Leute. Das kriege ich jetzt immer noch auf die Nase. Hammerhart. Raus, raus. Ja, müssen wir noch einen Punkt auf Gewicht machen, so wie es aussieht. Hey, der Dauzi. Wie ihr seht, dieses Gebiet ist echt nicht von schlechten Eltern. Ich glaube, noch so einen würde ich jetzt auch nicht überleben. Ich glaube, ich packe den Wolf lieber ein. Wir haben genug Polymer. Ja, komm, ich pack dich mal ein. Sicher ist das. Muss ich gleich noch was wegschmeißen? Ich hoffe, dass mich jetzt gerade nichts angreift in den paar Sekunden hier. Eingepackt. Und jetzt die Überlegung, was passiert jetzt?
So, was wiegt denn so viel und was kann auf jeden Fall weg? Die Kristalle wiegen richtig viel. Wie viel muss ich loswerden? Ach, nicht so viel. Komm, dann hau ich euch raus. Und euch raus. Immer noch nicht. Und das reicht noch nicht. Euch und euch. Jetzt reicht's. Judy. Bisschen Kaktus will ich ja eigentlich auch haben. Aber du, wenn alle Stricke reißen, dann stelle ich den Teleporter gleich einfach so auf. Das da hinten könnte was sein. Das sind nur wieder diese blöden Pilze. Ja, also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Pflanze beschreiben soll, die wir suchen. Aber wenn ich sie sehe, weiß ich, dass sie es ist. Definitiv. Ist sowieso so Federn sieht die halt aus. Irgendwie so. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie besser beschreiben sollte. Da sind sie. Das hier sind die Kaktuspflanzen, meine Lieben. Seht das? Links Kaktussaft. Ich glaube nicht, dass das der gleiche Spot ist, den ich letztes Mal hatte, aber das ist mir egal. Es ist ein Spot. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe meinen Teleporter vergessen. So, schnell umbenennen. Ich nenne ihn Kaktus. Ach, auch das noch. Kaktus. Annehmen. So, und jetzt teleportieren wir einmal schnell nach Hause. Einmal kurz die Taschen leer machen und dann teleportieren wir wieder zurück. Und dann werden wir noch ein bisschen Kaktus sammeln und dann machen wir Schluss für heute. Also, mal hier schnell rüber. Ne, stopp, das Polymerzeug auf jeden Fall in den Kühlschrank. Da hält es am längsten. So, und ein paar Kristalle. Chitinzeug. Das kann alles darüber. Das kommt auch erstmal darüber. Das auch, das auch, das auch, das auch. Rest behalten wir. Und das geht dahin. So, jetzt gucken wir gerade noch mal. Elementstaub. Da ist es. Ei, guckt es euch an. Da habe ich eigentlich richtig viel von. Aber 1000 brauche ich, glaube ich, für eine Umwandlung. Okay, dann doch nicht so viel. Aber genügt. So, schmeißen wir den noch raus. Der Rest ist egal. So, dann gehen wir jetzt noch mal eine Runde Kaktus sammeln hier. Einmal den Spot noch mal auskosten und dann habe ich auch definitiv genug. Schwefel habe ich richtig viel geholt, so dass ich meinen Treibstoff da oben aufrechterhalten kann bei dem S-Plus-Typen, dass der immer fleißig. Die Kacke ist erstmal nicht so wichtig, aber die Eier, das ist schon wichtig. So, es würde mich aber doch interessieren, ob ich hier irgendwo mein Lagerfeuer hingestellt habe. Aber sieht nicht so aus. Wäre lustig, wenn das derselbe Ort wäre. Nee, scheint aber nicht so zu sein. Okay, also es sind auf jeden Fall. Ah, wartet mal. Jetzt, wo ich das gerade so sehe, ne, wenn du so von oben guckst. Erstmal sind die von der Render-Distanz her. Das ist bei mir ziemlich arg eingestellt. Und so wie das jetzt aussieht, würde ich die aus der Höhe gar nicht mehr sehen. Ja, dann war es ja ganz gut, dass ich da noch auf der Höhe rumgetackelt bin. So, wie viel haben wir jetzt? Nochmal 130. Ich glaube, das reicht mir für den Moment. Wie gesagt, wir haben ja jetzt den Teleporter hier. Da bin ich mit zufrieden. Dann lass uns jetzt den S-Plus-Mann nochmal mit dem Treibstoff aktivieren. Beziehungsweise wir bauen uns gerade noch welchen, damit er das auch mal gesehen hat, wie das funktioniert. Das war nämlich eine Sache, da habe ich auch eine Ewigkeit gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch auch so. Also, hier im Mörder und Pestel kannst du hier dann einfach zack. Und dann machst du mal, keine Ahnung, 10 Stück oder was. Bums, los geht's. Ich habe schon ein paar vorproduziert. Die nehmen wir jetzt natürlich direkt mit. Und bringen die dann nach oben. Wumms die rumsti. Hier oben ist er. Den Affen kann ich gleich schon mal unten hinschmeißen. Den hatte ich mir auch nur als Erinnerung hier oben drauf gesetzt. So, jetzt hast du aber genug. Was haben wir hier? Oh, guck mal. Ein Basic Morning Egg. Äffchen geht dahin. Okay, gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und ja, schauen wir mal, was wir machen. Ich verrate es euch noch nicht. Bis dahin. Tschüss.